Wie ich gerade erklärt habe, gibt es viele Symptome für die Orthorexie. Kann man überhaupt zu gesund essen? Und deswegen sollten Sie bei den eben genannten Auffälligkeiten bitte vorsichtig sein. Das Thema ist mir jetzt richtig, richtig wichtig. Und ich bin auch wirklich mega froh, jetzt endlich dieses Video zu machen. Habe ich mich schon lange mit beschäftigt, auch weil es kaum in der Öffentlichkeit besprochen wird, aber meines Erachtens ja sehr relevant ist, zunehmend relevant ist. Aber beginnen wir jetzt mal ganz langsam. Sie essen gesund? Sehr gut. Aber ertappen Sie sich immer häufiger dabei, dass Sie ständig vielleicht daran denken, was Sie als nächstes essen möchten, essen können, ob das überhaupt gut ist? Die Gedanken kreisen darum, wie Sie die nächste Essenseinladung vielleicht ablehnen können, ob das Kantinenessen überhaupt gut ist, weil Sie vielleicht wissen, dass da definitiv keine gesunden Gerichte geben wird. Der Druck steigt immer mehr, niemals ja etwas Falsches zu essen. Und aus einem gesunden Gedanken, aus einem guten Gedanken wird vielleicht eine, nenne ich es mal so, krankhafte Besessenheit. Vielleicht kennen Sie auch den Satz von Freunden oder von der Familie, ach, das Stück Kuchen wird dich schon nicht umbringen. Aber genauso fühlt er sich dann für Betroffene einer Orthorexia nervosa an. Wenn Ihnen etwas davon bekannt vorkommt, von den Symptomen, dann sollten Sie sich das Video jetzt einmal unbedingt ansehen, denn hier spreche ich über das Störungsbild der Orthorexie. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch, verständlich und korrekt aufzuklären über Erkrankungen, Ursachen dieser Erkrankung, auch was wir selber dagegen tun können. Und natürlich spielt das Thema Ernährung, Ernährungsmedizin, Lebensmittel, alles eine wichtige Rolle. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Haben Sie schon einmal davon gehört, der Orthorexia nervosa bzw. Orthorexie? Vielleicht erinnern Sie sich an Anorexie bzw. Anorexia nervosa, also der Magersucht. Bei dieser Essstörung essen die Betroffenen so wenig wie möglich bei der Magersucht. Orthorexie heißt übersetzt jedoch Appetit auf Korrektes. Das wirkt auf den ersten Blick ja also nicht so, als ob es Gemeinsamkeiten mit der Magersucht haben könnte. Viele Menschen achten schließlich darauf, sich gesund zu ernähren, sei es jetzt vegan, Bio, Paleo, sehr nährstoffreich, sehr ballaststoffreich, alles eigentlich gut. Mir selbst ist es ja auch wichtig, sage ich auch mal wieder in meinen Videos. Trotzdem gönne auch ich mir mal bei einem Freibadbesuch zum Beispiel eine Portion Pommes oder vielleicht mal einen Döner auch. Wenn Sie das nicht so sehen, wenn Sie sagen, ne, das kann ich nie essen, niemals, dann sollten Sie sich das Video einmal anschauen, denn vielleicht leiden Sie an so einer Orthorexie. So, bevor wir weitermachen, womit beschäftige ich und mein Team uns sehr viel, nämlich natürlich mit der Ernährung, mit Lebensmitteln, mit Mikronährstoffen, Makronährstoffen, Supplements, wie die wichtig sind für unsere Gesundheit, zum Beispiel für unser Herz-Kreislauf-System, für unser Immunsystem. Aber auch Stichwort Vitamin D zum Beispiel, aber natürlich auch zum Abnehmen, zum Muskelaufbau. Und genau darum geht es in meinen verschiedenen Ratgebern. Wenn Sie das interessiert, dann gerne schauen Sie einmal in meinen Shop rein. Ein ungesundes Essverhalten? Wieso sollte gesunde Ernährung etwas mit Magersucht nun zu tun haben? Der Begriff ist am Anfang ja etwas verwirrend, denn bei der Orthorexie, da leiden Sie unter einem zwanghaften Verhalten, Stichwort zwanghaft, sich unbedingt gesund zu ernähren. Es handelt sich hierbei noch nicht um eine anerkannte, definierte Essstörung, so wie bei der Bulimie oder Anorexia nervosa. Mir ist aber trotzdem wichtig, darüber jetzt zu reden, da es ein auffälliges Essverhalten bezeichnet, das wirklich einige schwerwiegende Probleme auslösen kann und meines Erachtens auch ein zunehmendes Problem ist, auch gerade aufgrund von Social Media, ganz viel, was wir da sehen, wunderschöne Körper, ganz niedriger Körperfettanteil, wo es sich sehr oft ja um die Ernährung dreht, morgens das zu essen, mittags das, abends das, noch die passenden Supplements die ganze Zeit dazu. Und da wird man quasi darauf gedrillt, nur noch ja, zwanghaft auf die richtige Ernährung zu achten. Und das kann quasi gefährlich werden. Und auch neuere Studien, die gibt es nämlich, die sind auch meiner Meinung und listen sie auch bereits unter Essstörung. Wenn Sie mehr jetzt über die wirklichen schlimmen Gefahren dieser Krankheit erfahren möchten, wenn Sie es wirklich interessiert, dann bleiben Sie dran. Doch zuerst, und das glaube ich ist auch nochmal wichtig, möchte ich allgemein kurz auf Essstörungen eingehen und unbedingt jetzt das sich auch einmal anhören, das ist jetzt kurz und knackig, weil oftmals ist auch ein Übergang möglich, zum Beispiel von einer Orthorexia nervosa in eine Magersucht. Essstörungen, welche gibt es? Wenn Sie Essstörung hören, das Wort, dann kommen Ihnen vermutlich direkt ja viele dünne Menschen als Beispiel in den Kopf. Und bei solchen Erkrankungen handelt es sich wohl dann um Magersucht oder auch Bulimie. Magersucht oder auch Anorexie bzw. Anorexia nervosa, hatte ich ja gerade schon mal genannt,
Die erkennen sie nämlich häufig daran, dass die Personen oder die betroffenen Personen immer mehr Gewicht verlieren, sehr, sehr dünnwirklich werden und das, weil sie nichts oder immer weniger essen möchten, das selber gar nicht so empfinden. Merken Sie sich das, denn auf dieses Schema komme ich später noch einmal nämlich zu sprechen, das sollten Sie einmal wissen. Das Thema Ernährung spielt für die Patienten eine wichtige Rolle bei der Magersucht. Allerdings wird das Auslassen von Mahlzeiten häufig so schlimm, so extrem, dass die Erkrankung wirklich lebensgefährlich wird, da der Körper starke Mangelerscheinungen zeigt und gerade Magersucht hat wirklich, ja, oder oftmals oder kann letale Folgen haben. Auch bei der Bulimie kann es zu Gefahr, ja, für das Leben kommen. Hierbei leiden die Betroffenen unter dem unkontrollierten Verlangen, sehr viel zu essen und es danach in den meisten Fällen wieder zu erbrechen. Das Ziel ist, trotz Essanfällen nicht zuzunehmen. Daher kennt man Bulimie auch als Essbrechsucht. Ja. Ähnlich dazu verhält sich das sogenannte Binge-Eating. Auch da ganz viel Essen, auch Fressattacken. Jedoch bleibt sozusagen das Essen im Körper, man bricht es nicht aus, weshalb Betroffene häufig hier dann als Folge übergewichtig auch sind. So, nun die Frage, wo reiht sich nun die Orthorexie ein? Das fragen Sie sich bestimmt auch und das klären wir jetzt auch. Was ist Orthorexie? Also konkret nochmal, weil auch das Thema eigentlich neu ist. Orthorexie selbst ist offiziell keine anerkannte Essstörung, will ich nochmal sagen, gilt also noch nicht als Krankheit oder psychische Störung. Sie ähnelt aber schon sehr der Magersucht. Deswegen war es mir wichtig, auch kurz das einmal zu erklären mit den Essstörungen, den anderen. Auch hier bei der Orthorexie, ähnlich wie bei der Magersucht, da bestimmt nämlich Essen den Alltag und sie versuchen, immer mehr Lebensmittel zu meiden, auch ähnlich zur Magersucht. Sie verbieten sich also bestimmte Dinge, ungesunde Lebensmittel. Das können zum Beispiel sein Fleisch, Weizen, Fertigprodukte. Ist ja eigentlich alles sozusagen ungesund. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht auch gar nicht so schlecht. Schließlich essen Vegetarier ja auch kein Fleisch. Das ist zwar richtig. Bei Orthorexie allerdings spitzt sich das Ganze bedrohlich zu. Stephen Pretman hat den Begriff das erste Mal 1997 erwähnt. Das ist also gar nicht mal so lange her im Vergleich zu anderen Erkrankungen und beschäftigt sich noch heute mit dem Thema. Er litt selbst nämlich darunter, denn er aß eine Zeit lang nur frisches Obst, das er 15 Minuten nach dem Ernten essen konnte. Ansonsten nichts, also ganz schnell geerntet, ganz schnell gegessen, ganz viele Nährstoffe drin und dann im Prinzip nur Obst. Und das ist mir an der Stelle auch einmal wichtig zu sagen, es gibt im Prinzip nicht gesunde oder ungesunde Lebensmittel, habe ich jetzt gerade hier nicht zur Hand, aber das gibt es im Prinzip nicht, weil wenn Sie sich sozusagen nur von Äpfel ernähren oder auch nur von Apfel und Birne jeden Tag, dann ist das genauso sozusagen schlecht für Ihren Körper, wie wenn Sie jeden Tag nur einen Döner essen als Beispiel. Das muss man halt auch mal wissen. Und keine dieser Lebensmittel, auch nicht ein Apfel, auch keine Birnen, was auch immer, heilt sozusagen Erkrankungen. Deswegen kann man vereinfacht nicht sagen, dass es gesunde Lebensmittel und ungesunde Lebensmittel gibt, sondern ganz wichtig, das Ernährungsmuster. So, aber jetzt weiter zur Orthorexie. Die typischen Symptome für Orthorexie, die in einer Studie das erste Mal 2015 gelistet werden, habe ich Ihnen hier einmal aufgeschrieben, zusammengefasst. Und wie Sie sehen, haben viele etwas mit ihren eigenen Gedanken zu tun. Daher ist es auch so schwierig, dass Außenstehende, Angehörige, Freunde, Ehepartner, diese früh erkennen können. Das merken bei den Betroffenen. Orthorexie kann sich allerdings auch auf ihre zwischenmenschlichen Beziehungen natürlich negativ auswirken. Logisch, wenn sie sich immer Lebensmittel verbieten, sagen, das esse ich nicht, das will ich nicht, wenn du kochst, esse ich davon nichts, dann kann das natürlich dazu kommen, ja, dass man Einladungen immer ablehnt, dass man mit Freunden, Familie sich nicht trifft etc. Schließlich gibt es dort viele verbotene Dinge ja manchmal, die sie nicht essen wollen. Der Bekannte, der Freund, der nimmt vielleicht eine bestimmte Soße, die er drauf macht, die fettig ist, die sie dann nicht essen wollen. Aber ihre eigene Psyche kann natürlich letztlich darunter leiden, wenn sie sich jede Minute unter Druck setzen. Das ist ganz entscheidend. Und der Gedanke immer nur an das Essen, an das richtige Essen, bestimmt ihr Denken immer mehr und sie beschäftigen sich kaum noch mit anderen Dingen und es kann auch zur sozialen Isolation führen. Die größte Gefahr können allerdings natürlich sein, dass ihr Leben bedroht ist. Welche Gefahren gibt es? Das Beispiel von Stephen Pretman, der nur noch frisch gepflücktes Obst aß, zeigt die große Gefahr der augenscheinlich gesunden Ernährung. Und jetzt wird es wirklich gefährlich. Es entsteht ein Zwang, nur noch bestimmte Lebensmittel zu essen. Es ist daher nicht mit einer wirklich gesunden Ernährung zu verwechseln. Das bedeutet nicht, gesund und ausgewogen sich zu ernähren. Betroffene sehen viele Dinge als ungesund an,
die eigentlich auch ja, gesund oder wichtig sind. Dazu zählen etwa Proteine, auch Fette. Wenn unser Körper bestimmte Stoffe wie Eiweiß gar nicht zu sich nimmt, kann es zu Mangelerscheinungen kommen. Es gibt auch Fette, die für uns wichtig sind, Omega-3-Fettsäuren ganz wichtig. Es fehlen eventuell notwendige Vitamine, Mineralien, wenn man sagt, man will nur frisch gepflücktes Obst essen. Gerade Vitamine, Mineralien etc. brauchen wir auch für unser Immunsystem etc. Vielleicht glauben Sie auch, dass Sie alles stark erhitzen müssen, dann überleben viele Nährstoffe nicht. Auch das kann sozusagen krankhaft werden. Sie sehen also, es geht gar nicht nur um die Lebensmittel, sondern sogar auch um die Zubereitungsart. So werden Sie anfällig letztlich für Krankheiten und verlieren gleichzeitig oftmals Gewicht. Im schlimmsten Fall sind Sie nicht nur mangelernährt, Orthorexie kann sogar zum Tod führen, quasi zur Magersucht oder zu den gleichen Problemen. Deswegen ganz wichtig jetzt nochmal dranbleiben mit den Symptomen. Wie kommt es zur Orthorexie? Die schlimmste Bedrohung der Orthorexie ist, dass Sie diese häufig erst erkennen, wenn die Gefahr einer Mangelernährung eingetreten ist. Weil man denkt ja, diese Person ernährt sich doch immer ganz gesund, achtet immer ganz drauf. Erst wenn die Symptome so stark sind, wie eben auch beschrieben, dann kann es sein, aber dass Sie die Lebensgefahr oder dass Sie in Lebensgefahr geraten. Es ist nicht so einfach, auch frühzeitig nämlich zu unterscheiden, ob Sie sich einfach nur bewusster ernähren, was ich auch immer empfehle, oder sie in eine extreme Richtung abdriften. Häufig sind allerdings junge Menschen betroffen, die sich viele scheinbar perfekte Menschen auch in den sozialen Medien als Vorbild nehmen. Und oftmals ist es die Kombination auch extremes Essen und auch extremer Sport. Wie erkenne ich Orthorexie? Orthorexie bemerken Sie eventuell eher bei anderen als bei sich selbst. Man ist ja auch selbst oft nicht kritisch zu sich, beziehungsweise bei Magersucht ist das ja auch, dass man eine ja, Körperwahrnehmungsstörung hat. Und das bedeutet nämlich auch, dass viele Betroffene ja nicht erkennen, dass ihr Denken nicht rational oder zu ja, obsessiv ist. Objektiv betrachtet können Sie Orthorexie an einem zu geringen BMI-Wert erkennen. Daher ähnelt es auch der Magersucht, die ich ja eben deswegen auch gerade schon beschrieben hatte, da auch hier der Körper Mangelerscheinung aufzeigen kann, da aber sozusagen aus anderen Gründen. Weitere Symptome können in extremen Fällen sein: Haarausfall, Ausschlag, Schlafprobleme, Kreislaufprobleme, logisch. Innerlich, ganz wichtig, fühlen Sie sich zudem von ja, niemandem verstanden, komisch angeguckt vielleicht, ausgegrenzt sozial, weil keiner Ihre ja, richtigen Lebensmittel vielleicht anerkennt beziehungsweise ja, sich immer wundert, warum wollen Sie nie irgendwie mitessen? Warum packen Sie Ihr eigenes Essen im Restaurant aus? Gibt es Hilfe? Wie können Sie nun Orthorexie überwinden? Das Schwierigste ist hierbei tatsächlich, dass Sie es sich selbst eingestehen. Und das ist oftmals die größte Herausforderung, gerade bei Essstörungen. Schließlich denken Betroffene gerne, wie gesagt, dass ihre Ansicht ja richtig ist. Sonst würden sie ja nicht danach leben, logisch. Besonders wenn Ihre ja, psychische oder auch die physische Gesundheit natürlich darunter leidet, denken Sie an den Haarausfall zum Beispiel oder an die Kreislaufbeschwerden. Oftmals Angehörige sind die, die sozusagen betroffen nochmal rechtzeitig einfangen können. Lernen Sie wieder Essen als Genuss zu erkennen. Auch mal sozusagen locker durch die Hose atmen, auch mal was genießen, was vielleicht ungesund ist, aber worauf Sie wirklich Lust haben. Das ist ganz wichtig. Denken Sie nicht nur daran, ob dort Zucker, Fett drin ist, sondern auch, dass es Ihnen mal schmeckt. Kommen Sie nicht selbst aus dem Zwang heraus. Dann helfen Ihnen hier zum Beispiel Gesprächstherapien bei Psychologen, Psychotherapeuten, wobei ich glaube, dass sowas noch nicht so sehr etabliert ist. Orthorexia nervosa, wie gesagt, ist ja ein relativ neues Thema. Auch wenn die Orthorexie also, wie gesagt, noch keine anerkannte Krankheit ist, bringt sie viele Gefahren. Gerade, um das auch nochmal zu sagen, in Zeiten von TikTok, Instagram, YouTube etc. kann der Druck groß sein, wie neueste Studien auch zeigen. Immer mehr Menschen möchten perfekt leben und erkennen die, ihr nennen wir es mal, Scheinwelt der sozialen Medien nicht. Daher meine Bitte, mein Appell, wenn Sie Symptome an sich oder an anderen, an Angehörigen erkennen, handeln Sie bitte. Am besten sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt oder einem Mediziner, einem vertrauten Psychotherapeuten, wem auch immer. Diese Person kann Ihnen vielleicht im ersten Schritt erstmal helfen, vielleicht als Moderator auch dienen. Das ist ganz wichtig. Wenn Ihnen ja, das Thema Orthorexia nervosa bekannt vorkommt, schreiben Sie es gerne mal auf, wenn Ihnen was dazu einfällt, vielleicht Anzeichen, Personen, die Sie kennen, wie Sie das schon mal erlebt haben, dann schreiben Sie es auch gerne einmal auf, lassen Sie uns gerne darüber gemeinsam kommentieren. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.